Du hast nicht genügend Geld. Gib mir Geld. Okay, vollständig. Boom. Erreichte Ziele, Ledergesicht. Ja, dann passt das doch. Geil. Was ist das für eine Horde? Oha. Wie viele Leute. Guten Abend, junger Mann. Ja, ich grüße dich, Verteidigungsminister. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie sich soweit gut zurechtgefunden? Im Krankenhaus selbst? Ja, ich habe alles gefunden. Hat geklappt. Bist, glaube ich, aus dem Ausgang. Kann es sein, den Ausgang haben Sie wohl nicht gefunden. Ausgang kam ich nicht raus, tatsächlich. Wir gehen in die Etage 1, ja? Ich mache ihn schon wahnsinnig. Ich will ihn schon komplett brechen. Verzeihung, ich habe mich im Auto gehört. Ist der da gerade reingefahren? Was macht der da? Nehmt ihr Abstand vom Feuer, bitte. Raus aus dem Feuer! Der Herr, geht's Ihnen gut? Der hat, glaube ich, gar nicht gut verkraftet. Gut, Herr Rat, erzählen Sie mal etwas über sich. Haben Sie bereits irgendwelche Erfahrungen machen können? Ich war tatsächlich mal Rekrut bei der Bundeswehr und habe da quasi einen ziemlich guten Job damit gemacht und habe ein Praktikum einmal gemacht bei der Polizei, ja. Tagespraktikum, haben Sie auch da irgendwelche Berichte ausführen müssen? Was ja, können, ganz viel, also Herr Underwood, wenn Sie jemanden brauchen für Schreibkram, für Organisatorisches, dann können Sie mir glauben, ist Michael Hort genau der Richtige dafür. Gut, dann buchstabieren Sie mir bitte Dinosaurier. Ja, kommt sofort. D wie Dora, I wie Ida, ja, N wie Nordpol, O wie Otto, S wie Siegfried, A wie Anton, U wie Ulrich und R wie Richard. Dinosaurier. Nicht schlecht, der Specht. Wahnsinn. Andere Fähigkeiten, die Sie mitgeben? Oder mit, tatsächlich habe ich gerade Dinosaur buchstabiert, weil wegen Englisch. Was haben Sie buchstabiert? Ja, es hat noch Ida, Emil, Richard gefehlt, aber ich wollte den Dinosaur einmal machen. Und ich habe gesagt, das wäre richtig. Richtig. Wissen Sie manchmal auch mit selber Gedanken, ob ich überhaupt noch fit genug bin für den Job hier? Ich bin ehrlich, Herr Wood. Wie? Was meinen Sie denn? Wir brauchen Sie hier, Herr Underwood. Herr Wood, manchmal mache ich, bevor ich schlafen gehe, lass ihm alles Revue passieren, was ich bereits erlebt habe. Und ich habe Angst, einfach nicht mehr mitzuhalten. Ich verstehe. Ja, verstehe ich. Gut. Das muss unter uns bleiben. Bleibt unter uns. Weil ich muss eine gewisse Stärke raus, irgendwie autoritären, sonst hätten wir beide ein Problem. Der Feind steht an der Grenze. Und wenn ich stark genug bin, bricht er hier ein. Wir beide haben das Problem. Sie können sich bei mir darauf verlassen, dass ich jemand bin, der Ihnen den Rücken stärken wird. Und ich werde Ihnen unter keinen Umständen in den Rücken fallen. Loyalität wird bei mir groß geschrieben. Wer mich verratet, verrat das Land. Und mich verrät dann gleich ganz simpel um. Ist so notiert. Wollen Sie wissen, wie ich mit Ihnen umgehe? Ja, wie denn? Ich stelle Sie an die Wand. Ganz simpel tatsächlich, Herr Horn. An die Wand stellen. Ohne wenn es aber. Sie dürfen sich nicht mal verabschieden von der Familie. Gut. So notiert. Dann ist Schluss mit lustig. Sie haben angehalten. Brauchen Sie eine kurze Pause? Tatsächlich habe ich eine... Ich wollte Sie fragen, wie lange Sanchez noch braucht. Der sollte da sein. Fehlt noch der Standort vom jungen Mann. Vielleicht hat er sich ja schon hier einmal in den Kofferraum geschlichen oder vielleicht ist er auch in Ihrer Hosentasche. Ja, na klar. Lass ihn mal gucken, ob ich meine Hosentasche Menschen habe, Herr Hort. Lass ihn mal gucken. Hier links ist er nicht. Wer hätte es gedacht? Hier rechts auch nicht. Mal schauen, ob er im Kofferraum ist wie ein Hund. Schauen Sie mal bitte. Halten Sie mal Abstand, Herr Hort. Öffne ich mal den Kofferraum eben und gucken mal rein gemeinsam. Gut, der Kofferraum ist defekt. Der wird nicht im Kofferraum sein, denke ich mal. Steigen Sie wieder ein. Vielleicht hält er den ja auch fest. Einmal Motorhaube vielleicht aufmachen. Gut, kann sein. Mal schauen. Sind Sie bereit für die Motorhaube? Jawohl. Gut. Moment. Was hat der Kofferraum, den Sie gerade geöffnet haben? Hey, was ist jetzt los, Herr Hort? Ich wollte mich einmal kurz reinlegen. Gut, ich habe kein Problem. Sie können von mir aus da hinten abbleiben. Können Sie mich wieder einmal wieder rausziehen, Herr Underwood? Können Sie mich einmal aus dem Kofferraum rausziehen? Wir fahren ein Stückchen, Herr Hort. Ein Stückchen nur. Da können Sie auch mal wissen, wie man sich da fühlt hinten. Ja gut, da bleibe ich hier hinten drin. Ihr Geschlecht ist? Männlich. Sind Sie verheiratet oder ledig? Geschieden? Geschieden. Seit wie lange? Lass mich überlegen. Oh, seit 3 Jahren. Sind Sie verpflichtet, irgendwelche Unterhaltungskosten zu zahlen? Ja, bin ich. Sind Sie? Ja. Wie viele Kinder haben Sie? 7. Wie viele Kinder haben Sie? 7. Sie haben 7 Kinder? Das ist korrekt. Gut, ich brauche den Namen der 7 Kinder, bitte. Die Namen? Die Namen der 7 Kinder, bitte. Jawohl. Alfred? Alfred. Tick? Tick. Ja. Sven? Sven? Svenja? Svenja. Lasse? Lasse. Marco?
Marco. Und jetzt bin ich wieder durch den Wind. Alfred, Svenja, Sven, Lars, Dings. Einen habe ich vergessen. War wahrscheinlich derjenige, der nicht geplant war. Ist auch nicht so traurig. Ich habe 8 Synonyme, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Jawohl. Ihre Wohnadresse? Habe ich nicht. Ich habe keine Wohnadresse. Ich bin hier einfach mit dem Koffer hergeflogen. Obdachlos. Richtig. Gut. Ich würde mich auch, was das angeht, mit einer Matratze hier tatsächlich einfach niederlassen und hier pennen, ja. Wir haben ja die Baracken hier, das ist gar kein Problem. Wir können ja auch hier schlafen. Sehr gut. Wir haben Dusche, alles. Sie haben bereits exklusiv Erfahrung sammeln dürfen. Ja. Insgesamt wie viele Jahre zusammen? Bei der Bundeswehr oder generell auch Polizei zusammen? Generell. Zwei Jahre. Zwei Jahre, sagen Sie? Richtig. Wunderbar. Ihr Notfallkontakt ist? Mein Notfallkontakt? Ja. Dürfte ich Sie da einspeichern als Notfallkontakt? Sind Sie sicher? Ja. Ich sag's, wie es ist. Ich habe finanzielle Probleme. Ich kann Ihnen nichts bezahlen. Weder eine Beerdigung noch irgendwas. Ja, aber können Sie eine Trauerrede dann halten? Ich kann gar nicht mehr. Die Trauerrede wird emotional werden. Ja gut, dann machen wir es so. Und Sie nochmal denken, die Titanic wird jetzt zum zweiten Mal sinken. Gut. Und da haben Sie mein Wort drauf gehört. Ja, einfach nur ein, so, zwei schöne Sätze. Das kriegen wir hin. Haben Sie Haustiere? Ich habe tatsächlich, War ein kleiner Witz. Sie haben sagen, Sie sind obdachlos. Haben Sie auch kein Haustier? Ich habe einen Dachs. Haustier. Wie, Sie haben einen Dachs? Wo ist der denn bitte? Der ist beim Würfelpark. Der passt da auf. Der patrouilliert dort. Ein Dachs haben Sie dabei. Ja, Dachs. Und wo ist der Dachs? Der Dachs ist beim Würfelpark. Herr Hort, wo ist der Dachs, möchte ich wissen. Herr Hort, wir sind nicht in keiner Märchenstunde. Bitte beantworten Sie einfach die simple Frage. Wo ist der Dachs? Also, der Dachs hat beim Würfelpark einen Dachsbau. Einen Dachsbau. Ist der angemeldet bei uns in der Regierung? Nee, der ist illegal hier. Sie haben illegalen Dachs und einen Dachsbau mitten am Würfelpark platziert und das ist illegal und das geben Sie einfach so zu? Habe ich dort selber gebaut mit dem Dachs zusammen und der fühlt sich da auch wohl. Kann es sein, dass Sie mich nicht ernst nehmen, Herr Hort? Ich nehme Sie ernst, Herr Hort. Herr Hort, kann es sein, dass Sie mich nicht ernst nehmen hier? Würde ich Sie nicht ernst nehmen, hätte ich Sie nicht eingeteilt als meine Notfallperson. Gut, gutes Argument. Dann machen wir weiter eine Fragebogenliste. Vorletzte Frage, haben Sie irgendwelche Kfz-Möglichkeiten? Ja, den Dachs. Kfz, also ein Fahrzeug. Den Dachs. Ist doch Dachs jetzt ein Tier oder ein Auto? Ein Tier, Herr Not. Die nochmal die Frage, haben Sie Kfz-Möglichkeiten? Ja, den Dachs. Wie können Sie gleich sagen, dass Sie gleich ein Tier haben und ein Auto? Kann ich Ihnen einmal ganz kurz erklären? Der Dachs ist abgetrennt von einer eine sehr, sehr seltene Art, eine Rarität. Stammt einmal, die eine Mischung kommt vom Honigdachs generell, abgetrennt von der Gattung Honigdachs aus Afrika. Und die andere Gattung kommt tatsächlich von dem Kangal, von der Hundeart. Und diese Dachse sind extrem groß. Die Dachse gehen über die Hüfte. Der Dachs wiegt über 100 Kilo und ich kann ihn reiten als Reittier. Herr Hurt, ich sag's, wie es ist. In meiner jahrelangen Erfahrung mit nur 20 Jahren habe ich so ein scheiß Bullshit noch niemanden am Hund gehört, was sie mir dort vortragen. Entweder sind wir bei der versteckten Kamera oder sie verarschen mich von A bis Z. Oder Sie haben keine Lust auf das, was Sie gerade tun. Ich habe Ihnen nur eine ganz simple Frage gestellt. Haben Sie ein Tier oder ein Auto? Uns sind beiden. Boris kann kein Dachs sein. Das wissen Sie beide. Also, ist das ein Tier oder ein Auto? Also, Herr Underwood, wo ich jetzt hier gerade die Stimmung erlebe, muss ich sagen, dass ich lieber den Dachs als Notfallperson eintragen würde. Könnte ich den Dachs doch einmal als Notfallperson... Was? Der Dachs soll meine Notfallperson werden. Also Sie ziehen jetzt ein Tier vorhin, also vor mich hin. Also ein Tier lieber als ich. Der schreibt mich ja wenigstens nicht an. Gut, alles klar. Ich wollte zuerst Ihre Akte in der ersten Schublade hinterlegen. Jetzt kommt Sie in die zweite Schublade. Gut. Da war der Abschaum ist für mich. Jawohl. Letzte Frage. Ihre Körpergröße. Von mir oder vom Dachs? Ihre Körpergröße. 2 Meter. Herr Hort, Ihre Körpergröße bitte. 2 Meter. Herr Hort, Ihre Körpergröße bitte. Wie können denn 2 Meter sein, wenn ich 1,78 bin? Ja, es gibt ja die richtige und die gefühlte. Die richtige. Noch Maßstab. Gut. 1,69. Gut, hätte ich mal denken können.
Ich würde sagen, wir packen sie lieber in die Marine rein, mit der Körpergröße. Gut. Und das dagegen, oder haben Sie irgendeine Vorstellung gehabt, wo Sie rein möchten? Wo sehen Sie mich denn, Herr Underwood? Wo sehen Sie mich? Ja. Gute Frage. Ich bin am Moment, ich sehe Sie als MG-Schützer, können Sie schnell den Kopf einziehen, wenn es sein muss. Jawohl. In der Versorgungstruppe oder in der Sanitätstruppe. Ja, gut. Oder wir positionieren Sie außerhalb des Staates, im Ausland, an unserer Stützpunkte. Wie wäre es in Deutschland? Okay, ja. Wären Sie bereit, in Deutschland Ihren Dienst abzuleisten? Wäre die Bezahlung gut? Je nachdem, die haben da Steuern und Mehrwertsteuern, fragen Sie mich bitte nicht. Okay. Also, Sie verlieren die Hälfte. Wie wäre das mit meiner Krankenkasse? Gesetzlich versichert. Was mit dem Docs? Kann ich den mitnehmen? Der Docs ist illegal in unserem Land. Wir haben ein Tierschutzgesetz und der steht unter Tierartenschutz. Gut, können Sie den nicht verschießen. Gut, können wir den Docs anmelden und die versichern? Gut, das können wir machen. Als Gegenstand? Ja. Wo steht er auf dem Schild? Auf welchem? Auf dem Schild vor mir. Hey, Howard, da wo ich stehe. Vor mir, Howard. 739. Hey, Howard, das Zimmerschild. 3800. APC. Das hier, bitte, Howard. Links von Ihnen. Das Schild. Authorist Personal Only. Das rechts daneben. Das ist links, Herr, das ist links. Rechts ist da, wo ich stehe. Wo steht da auf dem Schallschild? Sie verwirren mich, ich bin leicht überfordert, Herr Underwood. Gut, achten Sie auf meinen Finger. Gut, North, mein Finger? North 13. Da, wo mein Finger ist, Herr, da, wo das Schild gerade ist. Rechts, ja genau da, was steht da drauf? General's Office. Gut, jetzt gehen wir ins Büro rein. Wem gehört das Büro hier also? North 13. Wir füllen die Worte, ehrlich gesagt, tatsächlich. Normalerweise habe ich immer Worte parat. Aber das Abstoßen, so was Inkompetentes wie Sie, habe ich lange nicht mehr am Schreibtisch gehabt. Ich hatte Mütter hier, die gesagt haben, bitte holen Sie meinen Sohn aus der Kriminalität raus. Bringen Sie Disziplin bei. Aber was Sie sind, ist widerlich und eklig zugleich. Sie bringen weder nur Disziplin mit, noch irgendwas anderes, was den Job hier ausmachen würde. Verstehen Sie, was ihr hört? Ich möchte mich korrigieren. Sie können wieder links mit rechts unterscheiden. Da stand am Schild Office, also schätze ich, dass das Office dem Office gehört. Gut, wir gehen wieder raus. Kommen Sie mit. Wie in der Schule damals, Herr Hort. Kommen Sie bitte einfach mit. Mann, Sie zeigen Sie bitte nochmal mit dem Finger genau hin, Herr Underwood. Sehen Sie das Schild oder soll ich in die Wand rein, Herr Hort, mit meinem Finger? Sie meinen Ihren linken Finger oder den rechten? Weil der rechte Finger war jetzt hier gerade bei der... Welcher Finger zeigt auf? Der hier, oder nicht? Ja, gut, ist das General's Office. Gut, jetzt gehen wir rein. Wegen wird also das Büro. Gut, wegen wird das Büro bitte. General's Office. Gut, wegen wird das Büro bitte. Dem General? Ich möchte, dass Sie nie wieder Ihr Tier. Der Doc hat hier nichts mehr zu suchen. Ist das in Ordnung? Gut, für mich also. Ist der gestorben. Gut, ich werde ihn versichern als Gegenstand und werde ihn verschiffen. Was, bitte? In der Flaschenpost, über Meer. Richtig gehört. Was? Das Tier lenkt Sie ab. Und das kann ich nicht dulden. Ich bin also fokussiert und konzentriert auf das Ziel. Ich werde mir das einmal so notieren, dass der Docs im General Office nichts zu suchen hat. Moin, Sancho. Schönen guten Abend. Na, alles klar? Also, Herr Underwood, hier ist der Herrn Sancho. Und Herrn Sancho wird die Zukunft dieser Stadt sein und gleichzeitig auch die Hoffnung. Richtig. Was die stärkste Waffe war bei Ihrem Einsatz, in jedem Einsatz? Genau. Das wäre dann der Witwenmacher gewesen. Wieso lacht der Kollege? Was ist die stärkste Waffe, die Sie als Person, als Amter und als zukünftiger Soldat haben werden? Dingo, Dingo, Dingo! Ist das korrekt? Ja. Was ist die Antwort, Herr Sancho, bitte? Teamwork. Sie scheiß dummer Idiot. Es kotzt mich an, dass ich zwei, wie Sie jetzt vor mir habe, die simple Frage nicht antworten können. Ich verstehe es nicht. Wo der menschliche waren Verstand. Sie bitte? Michael? Ja, Max? Hast du den Test schon bestanden? Ich bin schon durch. Ach so, okay. Herr Underwood meinte, er hat noch nie so einen professionellen, Heute die Schnauze erhört, bitte. Herr Sancho, die stärkste Waffe sind die Worte. Die Worte, okay. Die schärfste Waffe hingegen ist Ihr Verstand. Verstehen Sie das? Okay. Ich möchte, dass Sie jetzt bei der nächsten Frage nicht direkt aus der Haut fahren. Deswegen frage ich das einfach jetzt gerade raus, weil wir sind ja noch am Anfang. Bevor Sie gleich die Frage stellen, Herr Hort,
Überlegen Sie zweimal, ob Sie sich die Frage wirklich stellen wollen. Gut, ich gehe einmal ganz kurz im Kopf durch. Hab mich entschieden, ich möchte die Frage stellen. Gut, bitte. Wenn es uns gleich beim LSPD nicht richtig gefällt, können wir dann doch zurück zur Army? So. Du dummer Idiot, jetzt mal haut das Herz. Hast du keine Augen oder was? Die Frage wäre, wenn es uns gleich beim LSPD nicht so gut gefällt, können wir dann zurück zur Army als Veterane? Eine Gegenfrage, Hort. Ja. Herr Hort? Ja. Ist die Army eine Army oder ein Puff? Wo ihr rein und rauskommt, wie ihr möchtet. Ich glaube nicht, Herr Hort. Ich glaube nicht. Und ich hoffe und bete zu Gott, dass es bei Ihnen beim LSPD gefallen wird. Darf man jetzt rein? Aua! Sie sind beste Polizist, wirklich. Sie sind einer der besten. Gut, der besten. Gut, ich weiß, danke, junger Mann. Bitte, fahren Sie immer ohne Tür? Nochmal bitte. Fahren Sie immer ohne Tür, damit lüftet? Ja. Ah, für Lüftungszwecken. Okay, gut. Darf ich jetzt da rein in die Laden? Nein. Underwood? Herr Hort, bitte. Sei erstmal ruhig da hinten auf den billigen Plätzen. Oh. Wir übernehmen das jetzt hier. Herr Hort, vielleicht denken Sie, dass wir irgendwie eine Beziehung bereits aufgebaut haben. Aber wenn Sie nochmal so respektlos mit mir sprechen, dann halt mich sofort hier an und ich werde Sie recht eigenhändig ins Wasser trinken. Ich hab nur gehofft, ich werde Ihnen eine Wasserbottle machen, wenn wir die Scheiße so nehmen. Wasser, Kopf rein und wieder raus, bis Sie respektvoll sind. Super. Gefällt es Ihnen beim LSPD? Ja, sehr. Ja, ist gut. Gut, dann legen Sie mal los, Herr Sancho. Wo fährt man jetzt am besten hin? Wie bitte, Sancho? Es gibt doch schon Notruf. Oh, drei Stück sogar. Gebäudebrand, Weimut, die sind nicht die Feuerwehr. RTM. Ist wobei. Oh, das ist direkt hier um die Ecke. Ja, links, dann mal los. Vorne links, hinterher. Vollgas, Blaulicht an. Blaulicht an. Oder auf die Sirene einschalten, wenn es nötig ist. Wo ist das? Welche Taste hier im Auto? Das ist gleich ungefähr, sieht aus wie ein Unendlichzeichen. Haben Sie gefunden? Nein, gut. Das passiert, wenn man beim Fahren abgelenkt wird. Die dumme Trottel. Oh. Steigen Sie aus dem Auto. Das ist das letzte Mal. Aussteigen sofort. Wie kommen, sollen wir jetzt hier wegkommen? Wo sind wir denn hier? Wir sind auf dem Dach gelandet. Nach dem Dach. Das ist ein Dach, vollkommen richtig. Und wie kommen wir hier runter vom Dach? Sagen Sie mir das, Sancho. Wir kommen vom Dach runter mit dem Docks. Wollen wir Verstärkung brauchen? Soll ich einmal ganz kurz den Docks rufen, Herr Underwood? Einfach hier runterfahren? Komm, ich rufe den Docks. Aber ihr müsst Vertrauen haben. Gut. Ich vertraue. Stopp. Wo schnalle ich mich an? Der ist, glaube ich... Das war gut. Ich finde das gut, dass Sie gerade absichtlich nach hinten gefahren sind, damit es uns vorne nicht trifft. Ja, das meine ich ja. Aber Sie haben voll vergessen, dass ich auf der Rückbank sitze. Mit der Sancho zusammen. Herr Underwood, Ihre Karre ist richtig scheiße lahm. Es nervt. Gut, wir holen ein anderes Auto. Hab ich auch schon gesagt. Oh, die Karre ist sehr langsam. Code 4 durch, Herr Sancho. Code 4. Wiederhole Code 4. Gut, dadurch können Sie abschalten, wie der Herr Hort. Was heißt Code 4? Nice! Gott, Sie haben eine ganze Menschenmenge mitgenommen, als wären wir bei Bowling. Das waren 4, mindestens. Das war ein Strike, würde ich mal meinen. Herr Hort? Oh Gott, das ist mir ja noch nie passiert. Herr. Und das Hühnchen kommt hier raus! Wenn ihr mal ein bisschen Platz hier. Raus mit dem Hühnchen, ergreift es! Schnappt euch das Hühnchen! Hier los. Kommst du aus Köthen? Meine Fresse. Sind wir vollzählig mit das? Verzeihung. Herr Hort, lassen Sie das. Oha. Herr Hort, auf den vier Augen sprich bitte. Jawohl. Sie fahren im Kofferraum jetzt mit. Ich fahr mit. Im Kofferraum. Gut, und werde ich tun. Ich hätte eine kleine Frage. Hort, ich darf Sie bitten, einmal auszusteigen. Kommen Sie mit nach hinten bitte. Steigen Sie ein. Bin hier hinten im Kofferraum. Oh, was ist hier denn los? Oh, was ist hier? Holy shit! Und Jungs? Einfach Bowling! LSPD, bitte rechts ranfahren! Wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Ne. Kommst du da runter? Gut, normale Frage: Wo ist der Kofferraum? Wo ist der Kofferraum? Entschuldigung? Steht der gerade? Kollegen, steigen auf! Okay. Bitte weiterfahren! Weiterfahren! Aufsitzen, haut rein! Aufsitzen! Aufsitzen, bitte! Aufsitzen! Was ist daran so schwer? Aufsitzen, scheiß Auto rein! Ja, fahren Sie doch endlich los! Ja, dann mal los! Jaffa, Tür zu! Jaffa, Tür zu!
Ich wohne frei, ich bin crazy in der Schmidt. Gut, der kommt gleich wieder zurück, Vorsicht. Gut, doch nicht. Doch, komm zurück, dreht um, Vorsicht. Aussteigen, aus dem Absteigen, sofort. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Gut, aufsitzen. Aufsitzen, schnell hinterher. Schnell hinterher. Er ist okay. Wieder da gewesen. Er wollte uns wieder überfahren. Das war wieder der gleiche. Hallo, sollen wir uns mal Plätze einigen? Was ist hier los? Mann, was ist das? Oh. Ja, los, vorne rein. Schnell hinterher. Rotangriff, Underwood. Mein Gott, sind wir langsam. Ja, super sehr Drehung. Gut, Underwood, sehr gut. Super, Underwood. Und los. Du hast ihn gleich, du hast ihn. Ich bin mich bin angeschnallt. Sag mal, was ist denn hier los? Könnt ihr kein Auto fahren oder was? Bitte weiterfahren. Ja, wie weiterfahren? Ihr habt mich gerade von meinem Roller gehauen. Dafür hast du aber ganz schön wenig Schmerzen. Ja, wie? Das ist ja, wie ist? Haben wir Blaulicht. Ja, wie du sag mal, ja, aber ihr könnt doch nicht im Geisterfahrer fahren. Was ist denn hier los mit euch? Dürfte ich mal nachfragen nach dem Namen einmal? Ja, ich bin Ramirez. Ramirez. Ach, sind Sie Herr Hort? Ich bin Herr Hort, ja. Ja, scheiße, wo bin ich denn hier? Ich muss ja Geld verdienen irgendwie. Hort, haben Sie einen Job für mich? Nein, aber natürlich. Ja, besser ist auch. Kommen Sie mal raus hier. Wir müssen tatsächlich weiter, Ramirez. Warten ja, Sie einfach mal. Ja, gibt's jetzt nicht. Guck mal. Oh. Ja, hast du toll gemacht. Wo hast du deinen Führerschein gewonnen? Im Lotto oder was? Hey, Mann. Ja. Ich bin neu hier. Ich darf das. Hort, was ist hier los? Wo bin ich hier? Ah, wir sind tatsächlich in Los Santos. Ich hab hier irgendwie in meinem Spind einen scheiß Briefumschlag gefunden. Komm da hin! Jetzt bin ich hier und werde von der Pol umgefahren. Polizei. Achtung, der hat Sanchez. Hey, Jaffa! Wir müssen hinterher. Ja. Hinterher! Halt, Underwood, halt, Drehung! Da ist das verdächtige Fahrzeug. Hilfe! Oh, der war ein schönes Sprung. Stehen bleiben! Dankeschön. Okay. Ja, der Sanchez kann immer auf mich zählen, ich bin immer für sie da. Jetzt halten wir den auf! Schnappt ihn euch!